Zitat von Barry Blüwitte. Zitat von FSV-Domi Morris ist das Herzstück des Spiels von uns und seine SCOR sind alles andere als ohne. 11 Torbeteiligungen in 22 Spielen und mit 25 Jahren gerade im besten Alter. Die Bewertungen bei Vereinen wie Zwickau, ist meine Meinung nach, sowieso immer recht. Würde Morris bei DD oder Hansa spielen, würden wir hier über 400.000 reden und das ab von dem aktuellen Tabellen. Und diese Relation geht bei vielen Spielern ab. Morris ist das Herzstück des Spiels von uns und seine SCOR sind alles andere als ohne. 11 Torbeteiligungen in 22 Spielen und mit 25 Jahren gerade im besten Alter. Die Bewertungen bei Vereinen wie Zwickau, ist meine Meinung nach, sowieso immer recht subjekt. Würde Morris bei DD oder Hansa spielen, würden wir hier über 400.000 reden und das ab von dem aktuellen Tabellen. Und diese Relation geht bei vielen Spielern ab. Über die 400.000 habe ich mal basierend auf Jahresgehalt mal die zwei üblichen Vertragsjahre in der dritten Liga sehe ich die Wert bei Hansa definitiv nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich das argumentativ verkaufe. Bei Dynamo Dresden mag das noch ein anderer Schnack sein. Grundsätzlich kann ich aber verstehen, wenn du dir die Zwickauer Marktwerte etwas ambitionierter wünschst. Schröter SCO hat jetzt die zweite Saison am Stück überdurchschnittlich und hat im Sommer die freie Wahl beim AB. Das dürfte diverse Interessenten auf den Plan rufen. Denke, hier kann man im Zwischenupdate auf 325.000 Euro gehen. Passende Vergleichsspiele habe ich nicht wirklich gefunden. Aber mit den aktuellen Scorerwerten kann man sicherlich 300 plus Dörr anvisieren. Über die 400.000 habe ich mal nachgedacht. Punkt. Basierend auf Jahresgehalt mal die zwei üblichen Vertragsjahre in der dritten Liga sehe ich den Wert bei Hansa definitiv nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich das argumentativ verkaufe. Bei Dynamo Dresden mag das noch ein anderer Schnack sein. Grundsätzlich kann ich aber verstehen, wenn du dir die Zwickauer Marktwerte etwas ambitionierter. Schröter SCO hat jetzt die zweite Saison am Stück überdurchschnittlich und hat im Sommer die freie Wahl beim AB. Das dürfte diverse Interessenten auf den Plan rufen. Denke, hier kann man im Zwischenupdate auf 325.000 Euro gehen. Passende Vergleichsspiele habe ich nicht wirklich gefunden. Aber mit den aktuellen Scorerwerten kann man sicherlich 300 plus Dörr anvisieren. Schröter bringt in der Tat einige interessante Qualitäten mit. Bei den erfolgreichen Dribblings liegt er ligaweit mit deutlichem Vorsprung auf Platz 2, hinter Sarar. Seine Scorerwerte können sich ohnehin sehen lassen, und das, obwohl er zeitweise als Schienenspieler spielt. Da er im Sommer ablösefrei ist, scheint ein Wechsel zu einem ambitionierten Drittligisten, kleineren Zweitligisten sehr wahrscheinlich zu sein. Daher halte ich die 325.000 Euro fürs Zwischenupdate für durchaus realistisch. FSV-Domi. Der Grund, warum die Zwickauer MW vergleichsweise niedrig gehalten sind, ist, dass Zwickau seinen Spielern relativ niedrige Gehälter und genau daran versuchen wir die MW in der dritten Liga zu orientieren. Des Weiteren darf man bei einigen Spielern bezweifeln, ob sie bei anderen Drittligisten ebenfalls stammt. Wir sehen also kein großes Marktinteresse. Du darfst aber sehr gerne in den jeweiligen Threads argumentieren, wenn du bei manchen Spielern anderer Meinung bist. Wir sind selbstverständlich offen für jede Art von sinnvollen Argumenten.